Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Showcase. Dieses Mal spielen wir Rivals of Aether, wieder ein Early Access Game. Interessanterweise habe ich mir erst zwei Stück gekauft und das waren 20XX und Rivals of Aether. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich das Spotlight hier aufbauen soll. Das Spiel ist ein bisschen laut. Das Spiel ist ein Platform-Fighter, ähnlich wie Smash Bros. Und ich hatte das schon mal aufgenommen und mir gedacht, ich zeige einfach das Moveset von jedem Charakter und so, aber das dauert ein bisschen lange. Deswegen zeige ich euch einfach die verschiedenen Modi, die es gibt. Lokal haben wir den Versus-Mode, das ist der lokale Multiplayer. Wir haben den Übungsmodus und wir haben Optionen für den Versus-Mode, was im Grunde nur die Möglichkeit ist, ob man das Spiel pausieren möchte, wie hoch der Knockback ist. Die Default-Stages, darauf gehe ich gleich ein. Und der Tournament-Mode. Die beiden Story und Abyss Mode, die gibt es noch nicht in der aktuellen Version. Wenn wir uns den lokalen Modus mal angucken, sehen wir haben momentan 6 Charaktere. 8 sollen dabei sein, wenn das Spiel vollständig released ist. Der 7. ist auch schon bekannt, was das für einer ist. Und ja, wir sehen hier im lokalen Modus, können wir einstellen die Zeit, die Leben und ob es Teams geben soll oder nicht. Ich nehme einfach mal Crack. Und hier haben wir die Stages. Momentan gibt es 5 Stück. Auch hier sehen wir, es soll 8 Stück geben, wenn das Spiel raus ist. Und wir haben zwei verschiedene Stage-Modi. Wir haben Aether und Basic. Ich nehme einfach mal Aether und den Merchant Port. Wie ihr sehen könnt, bewegt sich hier hinter uns das Riesenrad. Das ist nur in der Aether-Version so. Wenn ich quitte und Basic Mode, Merchant Port, sehen wir, dass wir hier jetzt einfach nur zwei Plattformen haben. Der Basic Mode ist also sowas wie die Omega-Version in Smash. Und ja, das ist, wenn man lieber so Final Destination-mäßig spielen will, dann spielt man halt das. So, aber ich würde sagen, ohne noch weiter drum herum zu labern, noch weiter zumindest, gehen wir einfach mal in den Online-Modus. So, wir suchen einfach mal nach einem Gegner online. Ja, ich nehme Crack, weil das mein Main ist. Ist das der richtige Spazzy? Das ist doch nicht der richtige Spazzy. Nee, oder? Ist das der richtige Spazzy? Nie im Leben. Ah, egal. Ja, wie wir sehen können, das Ganze ist ein Platform-Fighter, ähnlich wie Smash Bros. Wir haben 3 Stocks und ein 8-minütiges Zeitlimit. Das Ganze läuft ebenfalls mit Prozenten. Und ja, Crack hat diesen Move, das ist sein Down Special. Tschüss, Gegner, oder? Nein, doch nicht, tschüss. Das habe ich schlecht gespielt, weil ich gerade am Erklären war. Er hat sein Up Special, das ist dieser Pfeiler. Er hat sein. Na, komme ich dazu, den zu zeigen, oder verrecke ich jetzt? Ich habe den Side Special, das ist das hier. Den man relativ leicht dodgen kann, aber der war auch schlecht eingesetzt. Ich wollte ihn nur kurz zeigen. Und den Neutral Special, das ist dieser Stein. Mit diesem Stein kann man lustige Sachen machen. Der Gegner kann ihn zum Beispiel parieren. Das ist weniger lustig für mich, aber das ist durchaus eine Möglichkeit. Aber man kann ihn zum Beispiel hochwerfen, um Gegner in der Luft zu treffen. Da hat er mich eiskalt ausgenockt. Komm mal her. Was möchtest du? Ja, man sieht es. Das Spiel ist. Ich glaube, das ist durchaus schneller als Smash Bros. Ich glaube, das kann man sagen. Ich muss auch sagen, dass ich mehr Spaß. Und man kann auch taunten. Man kann mich auch beim Taunten angreifen, der Arsch. Ich muss auch sagen, dass mir das Spiel mehr Spaß macht als Smash. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen mag ich die Charaktere mehr. Vor allem Crack ist einfach. Ich habe noch nie einen Charakter gefunden bei Smash, den ich so gerne spiele, wie ich Crack hier spiele. Das Spiel ist einfach schneller. Man findet schneller Gegner, man muss nicht erst den Scheiß für Glory Mode und dann ewig warten, bis der andere seinen Charakter ausgewählt hat und so. Die Stage ist auch random. Das bedeutet, da kann man auch nicht sagen, immer die Stage, bla. Also die Stage noch auswählen. Die Games starten einfach sauschnell. Na, das reicht nicht aus. Oder? Nee. Please, stirb einfach. Wow. Das war ein guter Knockback. Na egal, wir sehen den immer noch einen kompletten Stock vor. Oh, das. Not bad. Not bad. Das hat er gecountert.
Heute kam auch ein Patch raus, der Crack relativ stark genervt hat, denn sein Up-Special wurde gut verändert. Vorher konnte er nicht zerstört werden, während er aufgebaut wird. Das kann er jetzt, also während der Pfeiler nach oben kommt. Und wie wir gerade gesehen haben, versinkt er nach einer Zeit. Das hat er vorher auch nicht gemacht, wenn Spieler darauf stehen, dass er dann langsam runterfällt. Aber das haben sie gemacht, weil einige Leute sich einfach irgendwo ganz an den Rand der Stage gestellt haben. Also schon von der Stage eigentlich runter. Und dann einfach da gecampt haben. Und um das zu verhindern, haben sie das halt eingebaut. War eine vernünftige Änderung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass der jetzt kaputt gemacht werden kann, während der aufgebaut wird. Denn das ist schon ein ziemlich krasser Nerf. Aber da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, es wird immer ein Best of Three gespielt zwischen zwei Spielern. Und oh shit, hätte ich das anders gemacht, hätte ich ihn da gekillt. Oder ausgenockt. Wo man mir wieder sagt, die sterben gar nicht, wie bei Pokémon. Das war nice. Ja, wie wir sehen können, alle von Zetaburns Special Moves, ich glaube sogar auch sein Up-Special, zünden den Gegner an, wodurch er Schaden über Zeit nimmt. Was ich ganz interessant finde, ehrlich gesagt, ist eine ganz interessante Mechanik, die glaube ich auch so noch nicht in Smash Bros. Vorkommt. Es gibt vielleicht Dots, aber nicht so in dieser Form. Und das finde ich ist halt echt mal eine ganz interessante Mechanik. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur 6 Charaktere gibt, aber man muss dazu sagen, dass jeder Charakter einen eigenen Spielstil hat. Und wenig Charaktere bedeutet, dass man das Spiel leichter balancen kann. Das ist natürlich einer der großen Vorteile, den das Spiel hat. Es gibt auch ein, also ich glaube jeder Smash-Profi, von dem ich so gehört habe, unter anderem Mango von Cloud9, lobt das Spiel extrem. Denn es soll sich ähnlich anfühlen wie Smash Bros. Melee oder Project M. Was ich beides nicht gespielt habe, deswegen kann ich mich dazu nicht wirklich äußern. Aber die sagen halt echt alle, dass das Spiel sich unglaublich... Okay, das war klar. Bei den Prozenten sollte er mich langsam ausnocken. Dass das Spiel sich einfach unglaublich gut anfühlt und das tut es definitiv. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme, weil es zum Beispiel sowas wie Air Dodgen nicht gibt. Stattdessen kann man nur rollen und parieren. Okay, das war jetzt nicht so gut von ihm. Ich suche mal einen neuen Gegner. Stattdessen kann man parieren mit der, was er auch bei mir gemacht hat, am Anfang mit dem Stein. Wenn man das genau timet, dann stunt man den Gegner und Projektile werden zurückgeworfen. Gegen anderen Crack spielen ist eigentlich auch mal ganz interessant, weil Mirror Match und so. Vor allem, wenn er mir erlaubt, ihn einfach so zu kombon. Ja, Cracks Stärke ist definitiv unter anderem seine Recovery, aber auch, dass er relativ gute Kombos hat und selbst wenn er nicht kombot, macht er immer noch widerlichen Schaden. Wir haben zum Beispiel noch Restor, gegen den haben wir jetzt noch nicht gespielt, das war der Vogel. Er hat das beste Airgame in diesem Spiel. Kombot wie ein Wahnsinniger, wenn er dich einmal in die Luft bekommt. Das war nice, da habe ich ihn direkt mit beiden getroffen. Oh, ich wollte ihn spiken. Na, killt er sich jetzt selber, ja. Lieb. Na, spielt er noch eine Runde oder bricht er ab? Er bricht ab, okay. Er wollte wohl nicht mehr gegen uns spielen. Ey, das ist derselbe Typ! Hat er das auch realisiert? Ja. Na. Ja, ihr müsst gar nicht erst in den Kommentaren schreiben, du hättest ruhig einen anderen Charakter spielen können, denn ich kann nur Crack spielen. Ich sacke mit jedem anderen Charakter. Hier haben wir Forceburn. Ihn sieht man relativ selten online, deswegen freue ich mich, dass ich in diesem Video gegen ihn kämpfen kann. Er ist ein recht interessanter Charakter. Denn, wie wir sehen können, er kombot auch ganz gerne ein bisschen. Shit, ich konnte meinen Special nicht mehr benutzen. Und er hat diesen... Er hat Rauch als Gimmick, nenne ich es mal. Ich hasse ihn einfach, er ist so schnell. Ja, danke. Und er hat sein Side-Special noch nicht benutzt, was ich sehr interessant finde, denn der ist so ziemlich das, was ihn ausmacht.
Wir sehen auch seinen Up-Special, ist ein kleiner Teleport. Und hier haben wir gerade das gesehen, was ich meinte, dass Cracks Pfeiler jetzt beim Aufbauen zerstört werden kann. Was einen minimal abfacken kann, aber da habe ich ihn gerade ziemlich gut rausbekommen. Kann ich bitte den Stein kaputt machen? Denn Crack kann nicht mehr als einen Stein zur selben Zeit haben. Was mich in so einem Moment ziemlich nervt. Eine andere Eigenart von Cracks Pfeiler ist, dass wenn ein Spieler darauf steht und der Pfeiler zerstört wird, man in Freefall kommt, oder Specialfall heißt es glaube ich hier. Was bedeutet, man kann nichts machen. Ist ziemlich gefährlich, gerade wenn er beim Aufbauen zerstört wird. Und deswegen bin ich mir bei der Änderung noch nicht so ganz sicher. Das war sau schlecht von mir, aber auch nicht besonders gut gepunished von ihm. Das dürfte nicht ausreichen, ne. Das lief ziemlich gut. Dafür, dass er mich am Anfang so weggekombot hat, dachte ich, das wird schwerer. Oh, ich liebe die Musik in der Stage, ne? Die ist richtig nice. Oh, das hat er nicht mal gut predicted. Er wollte einfach nur von mir weg. Oh, schade. Da hat er zu lange gebraucht. Und wow. Ich dachte, er schafft die Recovery. Ja, der Forceman hier spielt nicht besonders gut, denn er nutzt seinen Rauch nicht und ohne den Rauch ist er useless. Er kann sich im Rauch verstecken, er kann auch einen Klon von sich erschaffen, was er bisher noch nicht gemacht hat. Und das ist eigentlich das Force-Burn-Gameplay. Du baust einen Klon von dir auf, der einfach den Gegner kaputt haut, wenn du mit ihm kombust. Außerdem, wenn er sich in den Rauch portet zum Beispiel, dann kann er seinen Teleport direkt nochmal einsetzen und so. Also der Typ spielt einfach furchtbar scheiße. Ich glaube, Forceburn ist so ziemlich einer der schlimmsten Gegner für mich, weil ich gegen den Typen nicht klarkomme. Forceburn ist unglaublich schnell, er greift einfach oft hintereinander an. Das war, wow. Das hätte nicht so gut funktionieren sollen von mir. Ja, das ist ein kleiner Tag, den ich, Tag, ich weiß gar nicht, ob man das so bezeichnet. Ich habe herausgefunden, wenn du dein Side-Special machst mit Crack und du einen Gegner triffst, kannst du sofort jumpen und ihn, wenn du es richtig machst, in der Luft angreifen. Wir spielen nochmal gegen X in Black 13. Vielleicht haben wir Glück und er spielt einen. Er spielt Maple. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, vier verschiedene Charaktere gesehen, also als Gegner. Das ist ziemlich nice. Für gewöhnlich kriege ich viermal hintereinander Zeta-Burn. Und ich kann gerade mein Up-Special nicht machen, weil er mich einfach die ganze Zeit kombot. Ja, Maple. Unglaublich trickreicher Charakter, der diesen Move machen kann und ich hasse diesen Move. Er kann sich jetzt zu uns hinziehen mit seinem Up-Special, wenn er möchte. Wenn wir jetzt in die Pflanze da reinrennen, dann... Okay, die Pflanze ist gestorben, die würde uns dann snaren. Das war nicht der Move, den ich machen wollte, aber er hat getroffen, von daher... Worf. Das hat ihn sogar erwischt. Ah, das war scheiße von mir. Okay, aber der Gegner ist zumindest mal eine Herausforderung. Ja, Maple ist auch ein ziemlich flinker Charakter. Maple hat sogar den Vorteil dadurch, dass sie, Maple ist tatsächlich weiblich, so niedrig ist, ist mein Neutral Special extrem schwer richtig einzusetzen. Denn ich kann nicht einfach den nehmen und nach vorne werfen, wie es bei den anderen Charakteren kann. Oh, und wir kriegen von dem gerade ein bisschen mehr aufs Maul, als mir lieb ist. Ich muss dazu auch sagen, dass Kommentieren und Spielen, gerade bei so einem Spiel wie Rivals of Ether oder Smash Brothers, unglaublich schwer ist. Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich, wenn ich mir meinen Commentary nochmal anhören würde, ich damit extrem unzufrieden wäre. Hey. Was soll man machen? Irgendwie muss ich euch das Spiel ja vorstellen. Ich hätte natürlich theoretisch einfach das Game aufnehmen und dann auch kommentieren können. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber so schlau bin ich nicht. Oh Gott, da wäre ich fast genau reingejumpt. Kann ich bitte einfach wegrollen? Dann nicht den nach unten werfen. Oh mein Gott, wie mein Stein mich gerade gerettet hat. Holy shit. Der Angriff hätte mich gerade killen sollen, aber ich bin an dem Stein abgeprallt. Easy. Easy, Boys. Sondern ab jetzt... Ich habe noch zwei Stocks, er hat nur noch einen. Jetzt geht es nur noch darum, ihm möglichst viele Prozente reinzudrücken, bis ich draufgehe. Denn ich werde ihn nicht two-stocken. Guck.
Aber ich habe noch gute 20% reingehauen. Hätten durchaus mehr sein können, aber ich hätte ihn einfach nach oben werfen müssen. Nee, oder? Ich dachte gerade, der killt mich damit, weil ich noch gesprungen bin. Ja, was mir manchmal passiert, ist, dass ich aus Versehen Button-Inputs mache, die ich nicht wollte. So wie hier gerade wollte ich meinen Side-Special nicht machen. Jetzt wollte ich ihn gerade machen. Aber er ist ihm leider ausgewichen. Das wird nicht killen, nee. Oh, da hat er das so halb gecountert. Kann ich bitte... Wow, ich bin einfach gesprungen, aber der hat das nicht registriert. Rieb, egal. Das war erst ein Match. Wow. Wow. Der Typ hat einfach die Verbindung abgebrochen. Na gut, dann würde ich aber sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Spiel gefällt, 15 Euro auf Steam Early Access. Glaub mir, es lohnt sich. Es ist ein unglaublich geiles Spiel. Und dann würde ich sagen, ich bin der Kuchenjäger. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.